Willkommen zurück beim Kramer-Fan. Ich bin immer noch hier am Feld 26. Der Helfer ist unterwegs, die Sonnenblume anzusehen. Und ich stehe hier gelangweilt am Feldrand mit meinem Massai Ferguson. Und warte, dass ich den gleich wieder auffüllen kann. Ja, neue Aufnahme, neues Glück. Da sind wieder zwei neue Missionen dazugekommen. Einmal das Feld 31 sehe, mit Baumwolle, kann ich auch machen. Weil die Sämaschine, die da ohne vorgeschlagen wird, die habe ich. Und Spritze käme noch dazu. Und das will ich auf meinem Hof eigentlich gar nicht. Da mit Gift um mich spritze, also leihe ich mir die Geräte wieder aus. Und das andere, das warte ich jetzt erstmal ab. Das sind zwar auch noch 7000 Euro, Feld 31, muss ich gerade mal gucken. Ach, das geht eigentlich. Das ist hier unten neben der BGA, das. Das geht. Ich hatte jetzt gedacht, hier oben, das wäre das Feld 30, aber es ist Feld 31. Das ging. Also nehme ich das auch noch mit an. Vertrag akzeptieren, Baumwolle. Jawohl, geht mit meiner Sämaschine. Ich muss gerade noch mal so für mich so klar werden mit der ganzen Geschichte. Huch, falsche Knopf gedrückt. So, jetzt rase ich dem Kamerad Schnürschuh mal hinterher. Und dann hätte ich gesagt, ich fülle dem wieder Saatgut während der Fahrt auf. Das hat ja jetzt schon zweimal sehr gut geklappt. Was mich selbst überrascht hat. Wie Sie sehen, sehen Sie nichts. Nee, da fahre ich lieber Außenansicht. Außerdem muss ich mich gleich ein bisschen seitlich mit der Kamera positionieren, dass ich das ein bisschen besser sehe. Da. Nicht wegfliegen. So, hätte ich ja echt nicht geglaubt, dass das funktioniert hier. Das Gefühle während der Fahrt. Ups, was denn jetzt? Oh, habe ich schon angerempelt. Das hat mir nicht so gepasst anscheinend. Der Herr Französisch, Frankreich. Ei, komm, Junge, weiter. Ach, so empfindlich war der aber das letzte Mal nicht hier. Oh. 650 Liter sind drin, 660 gehen drin. Rutsche, was war empfindlich? Das Maishähmaschine, wo ich da drauf gedonnert bin, ist nicht da, ich brauch's nicht anhalten. Ich fahr mal, wenn schon, meinen eigenen Kram kaputt. Ja, ach, blöd, gell? Ich könnte ja wieder. Könnte ja mal hier mit auf dem Acker einstehen bleiben. Bei dem Riesenfeld muss ich nicht jedes Mal an der Rand töfteln. Quatsch, ich stelle ihn jetzt mal hier mit auf den Acker. Und dann springe ich mal eins weiter. Zu dem Glas hier. Mit der Spritze. So, jetzt steht da über noch ein Kanister. Jetzt ist die große Frage, reicht der oder reicht der nicht? Mal gucken, wie viele Liter da noch drin sind. Oh, 600, das reicht wahrscheinlich nicht. Es ist nämlich das Feld 22 Spritze und das ist hier oben. Das ist ein ziemlich großes, aber ich habe auch eine Matzbreite. So, das ist diese Bertou Spritze. Spritze. Bertou, da gehen 4300 Liter drin. Na komm. Wir haben es doch. Die Kohle ist doch da, die muss nur weg. Eins. Zwei. Und ja, wieder Kohle drin. 4800 habe ich jetzt ausgegeben an Dünger, also hier an dem Herbizid. Und die Mission ist wert 6,7. Minus die Ausleihe von den Geräten hier. Also komme ich bei 6.000 raus. 4,8 habe ich jetzt bezahlt. Dünger bleibt noch übrig. Also, auflehne ich auf keinen Fall. Gar nicht geguckt, ob einer kommt. Naja.
dann fahre ich immer in der Zeit auf das Feld 22 und fange da wenigstens schon mal an. Und dann kann ich mich ja gleich wieder auf meinen Masai schwingen und kann dem anderen wieder das Saatgut hinein kippen. Und dann kommt gleich noch eine Ansehmission hinterher. Feld 31 mit Baumwoll. Hört sich gut an. Baumwoll ansehe, könnte auch klappen, dass ich es dann eventuell abernten darf irgendwann mal. Ich muss natürlich auch die ganzen anderen Aufträge dann weitermachen, wenn da mal Spritze kommt oder Dünge oder Striegeln gibt es glaube ich immer noch nicht. Da kam wieder ein Update, aber ich glaube diese Striegel- oder Walz-Missionen gibt es glaube ich immer noch nicht. Gerät und die spritzt da. Jetzt war ich zwar eben da drin gucke, aber wie breit die sich jetzt ausfahren lässt. Doch, jetzt habe ich es. 33 Meter. Oh, das ist ordentlich. Fast so wie mein Düngerstreuer. Der war 42. So, da klappe ich die schon mal aus. Feld 26 sind jetzt schon 41%, also habe ich gleich die Hälfte. Also müsste rein theoretisch das Saatgut, was ich da unten stehen habe, müsste eigentlich reichen. Ansicht. Ich sag's ganz ehrlich, ich sehe es nicht. So breit wie der ganze Kram hier ist. So, jetzt habe ich hier auch schon 10%. Wenn ich am Feldende angekommen bin. Lass ich den mal stehen und schwinge mich wieder auf meinen Masai. Wo ist denn der Anseher? Der fährt runter. Das passt hundertprozentig genau. Bis der gedreht hat und ich dann habe ich mich hier neu ausgerichtet, bin auf meinen Masai gehupst und kann dem von hinten wieder Saatgut auffüllen. Bedanken wollte ich mich nochmal bei euch, weil ihr eine ganze viele neue Abonnenten, die es auf meinem Kanal gibt. Ist zwar ein bisschen, sagen wir mal, es läuft gerade nicht so ganz gut auf meinem Kanal, mit auch mit dem neuen Spiel, aber diese Realvideos, die ich da mache, die werden anscheinend sehr gut angenommen. Da kommen auch die meisten Abonnenten anscheinend her. Vielen Dank dafür. Es bringt natürlich jetzt nichts, wenn ich mich hier im LS-Simulator, Landwirtschaftssimulator 22 Video bei denen Leuten bedanke. Ja, die meisten gucken es hier nicht, was ich hier spiele. Aber so einige anscheinend dann doch, weil die Aufrufzahlen hier für die LS gehen langsam hoch. Freut mich, bin total aus dem Häuschen. Und für die paar, die dann über diese Real-Landwirtschaftsvideos zu mir gefunden haben, bedanke ich mich dann immer auf dem Weg, dass die dann jetzt auch hier sich der LS ein bisschen angucke. Jeder, der sich angesprochen fühlt, kann ja mal einen Daumen oder einen Kommentar da lassen. Würde mich auch freuen, wenn da mal in dieser Richtung was passieren würde. Aber ich bin happy mit den kleinen erhöhten Aufrufzahlen.
Das Red Dead Redemption ist nicht so beliebt, was ich persönlich ein bisschen traurig finde, weil mir macht das Spiel unheimlich Spaß. Aber nur gut, das ist so, das muss ich so akzeptieren. Die Landwirtschaftssimulator-Videos kommen sehr gut an. Oder kommen jetzt besser an wie die ganze Zeit. Auch vielen Dank dafür. Und meine Real-Landwirtschaftsvideos sind sowieso der absolute Hit auf meinem Kanal. Also die haben die größte, beste Aufrufzahl. Auch dafür vielen Dank. Das müsste ich dann natürlich auch mal ein Real-Live-Landwirtschaftsvideo machen. Und mich da auch mal bedanken. Bei denen ganz viele Abonnenten und Zuschauer. Es wird demnächst dann auch mal folgen, würde ich sagen. Da kommt dann demnächst auch mal was. Ich nehme heute Abend ausnahmsweise mal am Montag auf. Warum? Weil gestern haben wir frisch geschnittene Klee gemäht, zusammengeschwart und anschließend mit dem Ladeware aufgesammelt und über die frisch angesetzte Kartoffel drüber gestreut, sage ich jetzt einfach mal. Und ich hatte keine Zeit, da ein Video zu drehen, weil ich die ganze Zeit mit der Mistgabel dem Ladeware hinterhergelaufen bin. Der wirft natürlich nicht so perfekt ab, wie man das gern hätte. Und da muss man halt mit dem Mistkabel mit der Hand ein bisschen nachhelfen. Das habe ich gestern am Sonntag dann gemacht und dann hatte ich auch keine Zeit hier für Aufnahmen zu machen. Deswegen mache ich die Aufnahme jetzt am Montag. Und leider sieht man oder wird man das Klee verteilen auf der Kartoffel leider bei mir auf dem Kanal nicht sehen. Schade, schade Marmelade, aber die Arbeit geht vor. Hier so Videos hochlade ist ja eigentlich nur Freizeitvergnügen, Spaß, Hobby. Da es aber um ein Lebensmittel geht, ist die ordentliche Verarbeitung von dem Lebensmittel wichtiger, wie ein Video zu drehen und hochzuladen. Das ist so meine Einstellung. Aber ich werde demnächst nochmal ein Video hochladen, wo ich mich auch nochmal bedanke bei den ganzen Abonnenten und Zuschauern, die meine Real-Live-Videos, Landwirtschaftsvideos gucken. Vielen Dank dafür bis hierhin. Freue mich, wenn es weiter bergauf geht. So, jetzt denke ich mal, einmal hin, einmal zurück. Dann müsste das eigentlich hier auch schon wieder Geschichte sein. Und der andere Kamerade ohne auf dem Feld 26 ist schon bei 51%. Der fährt wieder hoch zu. Also habe ich hier oben noch ein bisschen Zeit. Wenn der gleich runterfährt und am Ende angekommen ist, dann kann ich mich wieder umschwingen und kann den wieder während der Fahrt umladen. Cool. Läuft. Kohle kommt rein anscheinend. Noch bin ich dran am Arbeiten, dass die Kohle reinkommt. Aber wenn ich das hier alles gleich fertig habe, sieht das schon wieder gar nicht so schlecht aus. Das Wagnis jetzt mal ein und versuchen wir hier mit Inneransicht irgendwas zu reißen. Denken wir hier rein. Kleiner Kontrollkuckuck. Okay, das ist viel zu breit. Aber das liegt nicht an mir, an meinem Kuckuck, sondern das liegt an, da der Rest schon weggespritzt ist. Ach nee, doch, passt. War sogar noch ein Stückchen zu weit. Oh, es bleibt so ein Schnippel stehen. Ja, da fehlt ganz schön was. Ich muss ein bisschen nach links ziehen. Hier nutzt ja alles nichts.
besser aus. So, Kontrollblick. Da ist er, das habe ich gemeint. Zack. Kann ich gerade stehen. Der darf nicht stehen bleiben hier unten. Der muss alles ansehen, ansehen, ansehen. Der muss laufen. So, hier dürfte doch gleich nicht mehr so viel drin sein, denke ich. Die zwei dünne Segelchen, die ich da vorne dranhänge, habe. Vielleicht noch einmal umfüllen, dann müsste es wahrscheinlich leer sein. Bleibt wieder wie gehabt hier mit auf dem Acker stehen. Schade, dass man das jetzt nicht angezeigt kriegt. Dieses Säcke da. Wie viel da noch drin ist. Aber solange der fährt und ansieht, ist das alles rechtens. Lauter, lauter hier. Für lauter Spaß am Spiel. Ich habe wieder die Zeit vergessen. Die Folge ist rum. Warum sagt dann keiner was? Vielen Dank bei euch fürs Zusehen. Tschüss, tschüss. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich.